Franziska Wiese. Kurzfristig wurde sie dort zur Fernsehshow eingeladen. Ich hab nicht gewusst, das muss ich wirklich so sagen. Gesagt, jetzt muss es losgehen. Das Mädel hat ihre Arbeit aufgegeben und wir können nicht mehr länger warten. So, und daraufhin hat sich dann irgendwann die Produktion sicherlich mit dem Sender, wer dann der Ausschlaggebende war, das weiß ich nicht. Das war sozusagen 5:12, würde ich sagen. Nicht? Das ist ganz knapp entschieden worden. Am Ende wollte der verantwortliche Mann Michael Jürgens von dieser Show dann doch gerne, dass der erste Auftritt eben bei ihm in seinem Format stattfindet. Auch wenn vielleicht noch gar nicht alles schon hundertprozentig aufbereitet war. Und hat uns dann relativ kurzfristig überrascht mit der Einladung. Und dann war die Aufregung natürlich erstmal groß. Der Fernsehproduzent hat der Sängerin eine Choreografin verordnet und ihr Outfit verändert. Er mochte das Produkt, wünschte aber eine andere Verpackung. Schön. Stilbänder. Auf die Beine. Wir haben versucht, wieder das freizulegen, was eigentlich in der Musik drinsteckt, und haben mit allen Beteiligten lang und ausführlich geredet und haben versucht, ihre Bilderwelt sichtbar zu machen, letztendlich die Bilderwelt zu ihrer Musik. Franziska Wiese hat sich auch sonst verändert, ist vorsichtiger geworden, zum Beispiel im Interview. Darf ich das denn, dass wir jetzt so lange hier sind? Ja? Okay. Was? Also. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich bin jetzt schon seit Dienstag hier. Und dabei geht's? Um? Ja, es ging erstmal darum, eben zu besprechen nochmal, wie würden wir das präsentieren, dieses Lied, und damit es auch einen Effekt hat, damit auch der Zuschauer weiß, ah, das ist jetzt das mit der Geige und. Letztendlich ging es auch ums Outfit, wobei dann herausgekommen ist, das ist eben ein etwas weiteres Kleid in Weiß und ich darf barfuß laufen und ich war nicht böse darüber, sondern eher ich habe mich darüber gefreut, weil es halt sehr natürlich wirkt und ich auch gern barfuß laufe. Letztendlich musste man abrüsten. Also weniger Make-up, weniger Lockenwickler, weniger Kostüm, einfach hin zu einer sozusagen puren Franziska Wiese und einfach eine Fokussierung auf die Inhalte ihrer Musik. Es wurde mein Äußeres verändert, also zum Beispiel wurde gesagt, so der rote Lippenstift, das ist zu poppig oder zu, rot ist ja immer so eine Feuerfarbe, vielleicht auch leicht aggressiv oder so, das bin ich ja nicht. Da wurde gesagt, okay, wir verzichten mal auf das Rot. Bleib einfach ganz natürlich, dezent geschminkt, fast gar nicht. Da bin ich auch froh drüber, weil ich mich da nicht einfach irgendjemand darstellen, der ich nicht bin, sondern einfach ich selbst sein. Dann gab es eben jeden Tag ein bisschen Training und einen Tag Kameraprobe, einen Tag Generalprobe, ja. Und heute ist dann der ganze große Tag. Jetzt gibt es keine Probe mehr, habe ich gerade erfahren. Das
Schlagersängerin ja. Bewegt sich im Takt der Musik, sondern es wird jetzt langsam die Geschichte sichtbar und die Musik sichtbar, die du ja im Prinzip machst. Und jetzt gehen wir nochmal das letzte Strahlen dann dazu und das wird jetzt automatisch passieren, wenn dann auch Publikum da ist. Und das sieht wirklich schöner aus und es ist wirklich für diese Geschichte, für das, was du transportierst, ist das Richtige. Wir müssen das sichtbar machen, was du da singst und machst, diese Fantasiewelt. Und Haare bleiben auch so, ne? Da wird jetzt nicht mehr rumgefummelt, oder? Das ist nur von mir, naja, nur noch Rutsch gemacht. Ein bisschen so, aber wir reden. Aber Make-up ist jetzt schon so fertig, ist Make-up das okay? Make-up ist wunderbar, das ist jetzt. Nein, das ist jetzt wunderbar, das ist jetzt natürlich und das musst du jetzt leben und barfuß und bewusst spüren und alles. So, und dann passiert alles andere automatisch. Guten Abend, Veronika. Denn die Managerin, die einst Yvonne Katterfeld entwickelt hat, hat ein neues Talent. Die ehemalige Popstar-Managerin ist nun von einer Schlagerkünstlerin fasziniert, die aber nicht nur Schlagersängerin ist. Franziska. Schlager und den Meister Udo Jürgen.